Heute früh habe ich, das muss ich auch noch loswerden. Achso, das sollte ich vielleicht auch noch vorwegnehmen. Der Videoaufzeichnungsapparat ist ein bisschen kaputt. Jetzt geht es wieder auf die alte Methode weiter. Das heißt, es dauert vielleicht ein bisschen länger, bis das Video auch bei YouTube gelandet ist. Und es macht auch noch mehr Arbeit. Aber das wird dann schon irgendwann. Ihre Kollegen, die selbstverständlich zeitnah da unten in ihrem warmen Stübchen sitzen und sich die Vorlesung von heute gleich mal angucken wollen in ein paar Tagen, die haben dann vielleicht Pech und müssen doch noch ein bisschen warten. Mal gucken. Tja, aber so passiert es eben. Heute Vormittag habe ich über Flipflops gesprochen und über Halbaddierer. Ich habe aus den Halbaddierern richtige Addierer gemacht und aus den Flipflops habe ich einerseits Schieberegister gemacht, hier, und zweitens normale Registerchen hier oben. Diese Register, die dienen jetzt dazu, Daten, die hier anliegen, die wir zum Beispiel aus dem Speicher holen, dass wir die hier zwischenpuffern können. Wir holen erst den einen Operanden, stecken ihn hier rein, wir holen den zweiten Operanden, stecken ihn hier rein, dann lassen wir addieren und dann holen wir das Resultat ab und stecken es hier rein. Dann können wir schon wieder neue Operanden hier hinten laden, haben aber noch ein bisschen Zeit, bis wir die Summe hier abholen können. Auf die Weise haben wir sowohl das Operanden holen und zum Addierer hinschaffen, als auch das Ergebnis wieder wegschaffen, asynchron gemacht, zeitlich entkoppeln von der eigentlichen Addition. Ja, das ist wichtig. Wir haben hier ein Register, da stehen die Sachen drin, hier ein Register, da steht der andere Operand drin, die Addierschaltung kann arbeiten und hier ein Register, wo das Resultat drin steht. Das Einzige, was wir machen müssen, ist, wenn wir diese Addiereinheit ansteuern, ist, dass wir rechtzeitig das hier abholen, die Summe abholen, bevor wir uns entschließen, hier das Resultat wieder hier unten ins Summenregister mit diesem Strobe hier zu übertragen. Also die Aufgabe für den, der das steuert, hat sich auf so eine Art Buchhaltung reduziert. Erstmal das hier laden, dann addieren lassen und dann das Resultat in aller Gemütsruhe abholen. Und mit diesen Grundbausteinen, den Speichern, die wir in den Registern haben, mit den Registern haben und dem Addierwerk insgesamt dann der Alu und noch den weiteren Registern, können wir jetzt schon einen Computer bauen. Viele, viele, viele von diesen Registern, damit können wir zum Beispiel einen Speicher aufbauen. Da, diesen da. Das Rechenwerk, die Alu, das sind unsere Addierer und vielleicht noch ein Shift-Register aus solchen MS-Flipflops gebaut und noch ein paar zusätzliche Register, um hier die Daten zu puffern. Dann brauchen wir noch jemanden, das Steuerwerk, das dafür sorgt, dass Speicher und Rechenwerk koordiniert werden, dass die, ne, hier diese blauen, das sind Datenpfade, und die schwarzen hier, das sind Steuerleitungen. Und das Steuerwerk sagt also jetzt dann dem Speicher, schick mal ans Rechenwerk eine Zahl, ein Speicherinhalt eigentlich, und sagt dann dem Rechenwerk, hier mit dem Strobe, nimm doch mal das, was der Speicher da schickt und pack's in dein A-Register rein. Ein bisschen später, das, was der Speicher da schickt, packen wir ins B-Register. Und so weiter. Diesen Prozess, den werden wir aber gleich nochmal ein bisschen detaillierter anschauen. Dieser
Rechneraufbau, erstmal den hier mit diesen Datenverbindungen zwischen Speicher und Rechenwerk, zwischen Speicher und Steuerwerk, da komme ich gleich noch drauf, und natürlich zwischen Speicher und Ein-Ausgabe. Diese Rechnerarchitektur, die nennt man die von Neumann-Architektur. Der John von Neumann hieß eigentlich mal Johann von Neumann, ist, glaube ich, in Budapest geboren. Als der geboren wurde, war das noch die österreichisch-ungarische, das österreich-ungarische Reich. Der ist dann Physiker geworden, war als Physiker auch bekannt und berühmt, hat einen Ruf nach Princeton bekommen und 1933, weil er auch jüdischer Abstammung war, ist er dann vor den Nazis ganz schnell geflohen und nach Princeton gegangen. Und da hat er dann, als Physiker muss man eben auch manchmal was rechnen, und die Physiker waren schon lange an Rechenmaschinen interessiert und hatte eben Konzepte für solche automatischen Rechenmaschinen, das, was wir heutzutage Computer nennen, entwickelt. Und die schlaue Idee der hat sich dann John von Neumann genannt, vom John von Neumann war, dass in dem Speicher nicht nur die Daten aufgehoben werden und die Sequenz, die Anweisung, wie die Daten zu verarbeiten sind, das Programm irgendwo extern hierher kommt zum Steuerwerk, sondern die super gute Idee war, dass man das Programm auch gleich noch hier im Speicher aufheben kann. Also nicht nur die Daten liegen in diesem Speicher, das ist für uns heute, klar, wie soll man sonst machen? Aber damals waren die Rechenmaschinen genau anders. Da hatte man extern ein Programm und im Datenspeicher hatte man nur die Daten eben und kein Programm. Und die großartige Idee von dem John von Neumann war dieser Universalspeicher, in dem auch Programm liegt. Jetzt kann man nämlich den Computer auch benutzen, um Programme zu erstellen, zu modifizieren. Weil man nämlich, angeleitet vom Steuerwerk, hier Instruktionen ausführen kann, die Programme zum Beispiel übersetzen. Ein Stück C nimmt, was wir hier eingetippt haben, das C kommt in den Speicher. Wir laden aus dem Speicher ein Übersetzungsprogramm, führen das aus, das transformiert das C-Programm in ein Maschinenprogramm und wird dann wieder im Speicher abgelegt und kann dann im Speicher ausgeführt werden. Jetzt ist der Computer eigenständig. Jetzt kann man mit dem Computer nicht nur rechnen, sondern auch programmieren. Und deshalb heißt diese Rechnerarchitektur, das die von Neumann-Architektur. Im Steuerwerk, das Rechenwerk, das wollen wir uns jetzt gleich alles noch anschauen, Speicher, Rechenwerk und auch Ein-Ausgabe, müssen wir noch besichtigen. Das Steuerwerk, das sorgt für diesen sequentiellen Ablauf. Als ich über Betriebssysteme gesprochen habe, habe ich auch gesagt, Prozess, Instruktionen, die werden eine nach der anderen ausgeführt. Naja, wenn wir einen Sprung haben, geht es eben wieder nach vorne in unserem Programm. Und diese Interpretation der Instruktionen, hier liegt also eine Befehl rum, da steht zum Beispiel addiere die Zahl an der Speicherstelle zu der Zahl an der anderen Speicherstelle. Und das Steuerwerk sorgt jetzt dafür, dass die Zahlen geholt werden müssen aus dem Speicher, in die Alu reingestopft werden, dass man der Alu sagt, du sollst jetzt addieren. Man könnte auch sagen, Alu subtrahieren oder Alu multiplizieren. Dafür sorgt das Steuerwerk und das sorgt auch dafür, dass das Ergebnis dann aus dem Summenregister abgeholt wird und hier wieder in den Speicher zurückgeschrieben wird. Instruktionen interpretieren. Und diese Steuerleitungen, die ich hier einzeln gemalt habe, die ich hier auch wieder schwarz so mit zusammengemalt habe und als mit einem Pfeilchen vorne dran, das ist das, was das Steuerwerk aus jedem einzelnen Befehl macht. So eine Abfolge von solchen einzelnen Steuerimpulsen über die Leitungen. Aber das müssen wir uns auch noch angucken. Aus diesem klassischen von Neumann-Rechner hat sich dann eine leichte Modifikation, man nennt das immer noch von Neumann-Rechner, so ein busorientierter Rechner entwickelt. Da steckt man an einen Datenbus, der
der Rechnerbus, oder sagen wir lieber Rechnerbus, dieser Rechnerbus, das sind nichts als 16 oder 32 oder 64 parallele Leitungen und wieder noch ein paar Steuerleitungen dazu. So ein Rechnerbus, der verbindet das universell, geht bei allen vorbei und das Steuerwerk sagt, du da, du Rechenwerk, nimm bitte das, was auf dem Datenbus liegt und mach das und das damit. Zum Beispiel schreib's in das A-Register von der ALU. Oder Speicherwerk, leg's bitte irgendwo ab. Oder ein Ausgabewerk, lass ein paar Lämpchen blinken. Abhängig von dem, was hier auf dem Rechnerbus gerade anliegt. Aber auch das werden wir uns noch ein bisschen angucken. Das ist die Architektur, unsere Rechnerarchitektur. Natürlich verallgemeinert und ganz grob, wie wir sie auch heute noch haben. Der Schwerpunkt bei so einem Rechner, der liegt, wie Sie sehen können, gar nicht mehr auf dem Rechnen oder auf dem Speichern, sondern der liegt im Wesentlichen auf dem Transport der Daten. Und das habe ich ja am Anfang der Vorlesung schon mal gesagt, so ein Programm besteht eigentlich mehr aus Transport als aus Rechnen, aus Arithmetik. Man spart dadurch, dass man so einen Bus hat, der bei allen vorbeigeht, die vielen Einzelleitungen. Hier, wenn wir uns dieses Bildchen anschauen, dann müssten wir einfach mehr Leitungen hineinbauen, wenn man diese Einzelverbindungen haben wollte. Gut, jetzt schauen wir uns das Steuerwerk an. Beim Steuerwerk kommt also der Bus, zum Beispiel 32 Leitungen, auf denen Daten liegen können, vorbei. Und das Steuerwerk, das hat hier an diesem Ausgang solche Steuerimpulse. Die Steuerimpulse sind einzelne Leitungen, die gehen zum Beispiel zu Registern. Zu diesem Strobe, zu dem Takt von den Registern. Und wenn das Rechenwerk diese Leitung hier anmacht, dann bedeutet das, dass das irgendwo auf verschlungenen Pfaden zu einem Register geht und dort das Register veranlasst, den Eingang zu übernehmen. Die Flipflops, die einzelnen Flipflops, übernehmen dann den Eingang. Oder das hier, das könnte der ALU sagen, bitte addier doch jetzt. Und das hier könnte der dem Summenregister sagen, nimm den Ausgang von der ALU und speichere das. So. Wir könnten aber auch mit einer weiteren Steuerleitung dem Speicher sagen, nimm doch mal diese Daten da und leg es in dieser Speichermatrix ab. Also der Kern des Steuerwerkes, der nimmt als Eingang, am Eingang Instruktionen, und was eine Instruktion ist, das wollen wir uns dann gleich noch angucken, der nimmt seinen gegenwärtigen Status, der weiß, in welchem Takt er ist, das werden wir auch noch näher uns anschauen, und all diese Informationen zusammen, ein bisschen was vom Register, Status und Taktphase, das verknüpft er miteinander und erzeugt Steuerbefehle, Steuerimpulse auf einzelnen Leitungen, die dann zu Flipflops oder zum Addierer oder sonst was hingehen. Das werden wir uns auch gleich noch angucken. Neben der eigentlichen Instruktion muss sich das Steuerwerk auch noch die Adresse von der nächsten Instruktion, die zu bearbeiten ist, aufheben. Ich habe gesagt, wir wollen das Programm sequenziell durchlaufen. Wenn wir die Instruktion Addiere machen, dann brauchen wir als nächstes eine Instruktion, die das Resultat irgendwo hinschreibt, zum Beispiel in den Speicher. Das hier ist ein Pointer auf die nächste Instruktion. Und wenn wir das, zum Beispiel das Addieren hier erledigt haben, dann nimmt das Steuerwerk hier diesen Pointer, schickt ihn zum Speicher und sagt, gib mir bitte die Instruktion, die dazugehört. Während der Speicher sich darum kümmert, die Instruktion hier auf den Bus zu legen, wird das Steuerwerk das Instruktionsadressregister mal draufzählen. Dann guckt es auf die nächste Instruktion. Okay?
Ein Job vom Steuerwerk ist, diesen Zeiger immer auf die nächste Instruktion gucken zu lassen. Der zweite Job ist, die nächste Instruktion zu holen. Und der dritte ist, die Instruktion auszuführen. Aber auch darüber werden wir noch ein bisschen sprechen. Die Register, die wir hier in diesem Steuerwerk haben, ist das Instruktionsregister, die gegenwärtige, gerade ausgeführte Instruktion, das Instruktionsadressregister, ein Zeiger auf die nächste Instruktion, das nennt man auch manchmal Programmzähler. Und vielleicht haben wir noch einen Addierer, der das IAR hochzählt. Aber auch darum werden wir uns noch kümmern. Also, das war ein Überblick übers Steuerwerk. Jetzt schauen wir uns das Rechenwerk an. Da waren wir eigentlich schon beim Rechenwerk. Da geht auch hier oben der Datenbus vorbei. Und von diesem Datenbus, 32 Bit nebeneinander, ich habe jetzt hier nur 5 Bit, ne? Da geht jeweils eine Leitung vom Bit 0, geht eine Leitung zum niedrigsten Bit im Register X. Vom zweiten Bit geht eine Leitung ins höherwertige Bit vom Register X, vom dritten ins dritte, vom vierten ins vierte, vom fünften ins fünfte, vom höchsten Bit ins höchste Bit vom Register X. Die sind da so parallel angeschlossen, der hier und der hier. Und auch der Ausgang vom Z-Register, der ist hier parallel angeschlossen. Vielleicht haben wir sogar noch ein paar mehr Register. Das Steuerwerk muss dafür sorgen, dass hier einer der Operanden, zum Beispiel der erste, auf dem Datenbus anliegt. Das werden wir noch besprechen. Und dann sagt es dem X-Register mit dieser Steuerleitung hier, mit diesem Steuerimpuls, da liegt jetzt was an, nimm es mal in dich hinein. Das ist einfach nur ein Strobe. Wir geben dem Register jeden Flipflop da drin, einen Takt, übernimmt das, was auf dem Datenbus ist. Und genauso hier. Jetzt sorgen wir dafür, dass der zweite Operand da liegt, nachdem der hier übernommen hat. Sorgen wir dafür, dass der zweite Operand da liegt. Das ist halt, dauert eine Weile, aber okay. Dann geben wir diesen Steuerimpuls. Nimm bitte, liebes Y-Register, das, was auf dem Datenbus liegt, in dich hinein. Jetzt liegen am Ausgang von denen hier, da, von dem und von dem, 16, 32, 64 Bit Zahlen an und die liegen auch an dem Addierer, der hier drin steckt. Jetzt sagen wir mit dem Steuerimpuls, Addierer oder Rechenwerk, addier mal. Wir könnten sagen subtrahieren, wenn es das kann. Subtrahieren ist aber auch nur das Invertieren von dem einen und danach addieren. Also addieren reicht uns jetzt erstmal. Wir sagen dem addier mal, der braucht eine Weile. Das Steuerwerk weiß, der braucht eine Weile. Und nach dieser Weile, die wir irgendwann noch quantifizieren wollen, sagt das Steuerwerk so, das Ergebnis ist fertig, Z-Register, nimm bitte das, was da in der Alu drin steckt und lies es in dich hinein. Jetzt steht es da drin, jetzt kann dann irgendwo beim nächsten Befehl oder vielleicht noch in diesem Befehl das Steuerwerk dem Z-Register sagen, das, was in dir drin steht, diese Bits, damit zieh bitte den Datenpfad, das legt das bitte an den Datenpfad an. Und wenn dann da im niedrigsten Bit eine 1 steht, dann steht dann hier im Datenpfad auf dem niedrigsten Bit auch eine 1 und so weiter. Also das Steuerwerk kann diesem Z-Register sagen, treib doch bitte mal den Bus mit den Daten, die du in dir drin hast. Was wir jetzt gemacht haben ist, wir haben einmal Daten angelegt hier rein, einmal Daten angelegt hier rein, rechnen und dann die Daten, die hier dann am Ende nach dem Rechnen drinstehen, damit, das haben wir an den Datenpfad, an den Datenbus angelegt. Damit haben wir die Addition erledigt. Gut, ich nehme mal an, Sie haben es alle verstanden. Wenn nicht, entweder Stopptaste drücken oder gleich mit den Armen wedeln. Wenn wir irgendwelche Zwischenresultate haben, dann kommen die hier noch in
vielleicht weitere Zwischenregister. Und natürlich liebt man als Programmierer und der Compiler liebt es auch, wenn es dann auch ein paar zusätzliche Register gibt, mit denen man was Sinnvolles, Nützliches machen kann, Zwischenresultate aufheben. Das Wichtige, was die Steuereinheit hier machen muss, um was zu rechnen, um eine Addition auszuführen, ist also irgendwie orchestriert, schön nacheinander, den Registern sagen, nimm das, was da auf dem Bus ist und schreib was auf den Bus. Ich nenne es jetzt in Zukunft Lesen vom Bus und auf den Bus schreiben. Die Steuerleitung bewirken im Wesentlichen Datenübernahme oder Daten auf den Bus schreiben, ne? Transport. Die Steuereinheit, das Steuerwerk organisiert den Transport von Daten zwischen den funktionalen Komponenten von unserem Rechner, also den Registern. Dass hier zwischendurch auch noch mal ein bisschen Alu veranstaltet wird, ist schon fast Nebensache. Als nächstes möchte ich was über den Speicher sagen. Da haben wir auch hier wieder den Datenpfad, der kommt da vorbei. Wie hier auf dieser Folie, der Datenpfad, der Bus, der kommt bei all denen vorbei, beim Steuerwerk, beim Rechenwerk, beim Speicherwerk, auch bei der EA, bei der Einausgabe. Hier sehen Sie ihn beim Steuerwerk, hier bei der ALU, beim Rechenwerk und hier beim Speicher. Altertümlich sagt man auch manchmal Speicherwerk. Der Speicher, da muss man jetzt noch ein bisschen was drüber sprechen. Da haben wir über die funktionellen Komponenten noch gar nicht gesprochen. Da brauchen wir was. Das können zum Beispiel Flipflops sein. Das kann aber auch was anderes sein. Über das andere, da wollen wir jetzt nicht sprechen, da sprechen wir dann mal wie in der Vorlesung Technische Informatik, wenn es draußen wieder wärmer ist im Sommer. Das ist eine Matrix von Speicherzellen. Die müssen wir adressieren können. Da müssen wir sagen, in der dritten, nein, nicht mehr, Zeile 0, 1, 2, 3, 4, in der vierten Zeile die Zelle mit der Nummer 3, 0, 1, 2, 3, die ist jetzt gemeint. Wir brauchen also, um in dem Speicher was zu machen, eine Adresse. Das ist ein Zeilenspaltenindex. Beziehungsweise wir können es auch als eindimensionalen Vektor betrachten, da müssen Sie sich diese Dinge alle hintereinander betrachten. Und da ist diese Speicheradresse, die im Speicheradressregister steht, ein Index in einem Vektor, ein Pointer. Also das Steuerwerk schafft, sorgt dafür, dass auf dem Datenpfad ein Pointer anliegt, ein Index in Speicher. Und sagt dann, ne, dem Speicheradressregister gibt es einen Leseimpuls vom Speicher, vom Datenpfad. Nimm bitte das, was hier drauf liegt, diese Bits, schreib die in dich hinein, das ist jetzt ein Pointer. Und dann gibt es hier ein Stück Schaltung, das sorgt dafür, dass die richtige Speicherzelle ausgewählt wird. Da braucht es auch Steuerimpulse, so im Gitter. Aber das machen wir in der Vorlesung Technische Informatik. Ist eigentlich erstaunlich einfach, das werden wir dann sehen. Aber das sehen wir jetzt nicht hier. Also diese Schaltung, die macht aus diesem Register hier so einen Zeilenspaltenindex. Und dann, je nachdem, ob es eine Leseoperation ist, wird das, was wir hier gemeint haben, ins Speicherinhaltsregister geschafft. Oder wenn es eine Schreiboperation ist, wird das Speicherinhaltsregister hierhin geschafft. Lesen aus dem Speicher bedeutet also, dass das Steuerwerk zunächst mal eine Adresse ins Speicheradressregister reinschafft, den Pointer. Dann sagt es dem Speicher, wir wollen lesen. Dann macht diese Selektionsschaltung eine Zeilenspaltenadresse und nimmt die Speicherzelle an der Kreuzung von beiden und schreibt es ins Speicherinhaltsregister.
Und dann muss die Steuereinheit aus dem Speicherinhaltsregister die Daten abholen. Okay? Das gucken wir uns alles nochmal dann sequenziell schön an, aber das will ich jetzt erstmal hier so im Vorne hinein sagen. Bei der Schreiboperation, da ist der Ablauf ein bisschen anders. Da wird das Speicherinhaltsregister, nachdem hier selektiert ist, in diese Speicherzelle hineingeschrieben. Hier unten noch die Abkürzung, Speicheradressregister, Speicherinhaltsregister. Nun gut, der Speicher, den wir hier benutzen, der heißt Random Access Memory. Random Access heißt, wir können lesen, wir können schreiben und wir können mal da lesen und mal dort lesen, die Speicherzelle, die uns gerade einfällt, im Gegensatz zu sequenziell lesen müssen. Bei den Dateien, da lesen wir sequenziell, hier können wir wahlfrei lesen. Wahlfrei ist irgendwie die deutsche Übersetzung von Random Access. Wahlfreier Speicherzugriff. Allerdings, der Halbleiterspeicher, da muss ständig Versorgungsspannung anliegen. Der braucht nicht viel Strom, aber da muss was vorhanden sein. Sonst vergisst er das, was in ihm drin ist. Der sogenannte dynamische Speicher, da muss man sogar noch immer mal wieder die Daten hier drin auslesen und wieder zurückschreiben, weil der, naja, das sind im Wesentlichen dann Kondensatoren, die geladen werden für eine 1 und geleert werden für eine 0. Also relativ primitiv gemacht, obwohl man dann natürlich, damit es funktioniert und vor allem schnell funktioniert, schon einen ganz schönen Aufwand treiben muss. Dieser Speicher, das ist das, was Sie, wenn Sie beim Versandhändler einen Riegel RAM bestellen, dann kriegen Sie da diese Dinger und die können Sie bei sich ins Motherboard reinstecken. Das werden wir gleich auch nochmal sehen. Es gibt auch Festwertspeicher, den kann man im Granau nicht ändern. Read-only memory. Fragen hierzu? Ja? Was war nochmal das RW bei Kassel? Read und Write, lesen und schreiben. Ja, also die Frage war, das RW, was das bedeutet. R für Read und W für Write und gleich. Und das sind auch wieder Steuerimpulse. Wenn das sind zwei Leitungen, die R-Leitung und die W-Leitung oder vielleicht auch nur eine. Wenn es nur eine ist, wenn da eine 1 an der Leitung anliegt, wird gelesen und wenn eine 0 anliegt, wird geschrieben. Oder zwei Leitungen, wenn eine 1 anliegt auf dem R, wird gelesen, wenn eine 1 anliegt auf dem W, wird gelesen, ja. Wenn man, ich habe auch gesagt, die Hauptaufgabe von diesem Zähler, von diesem Rechenwerk, da ist auch vor allem dieser Transport. Das Steuerwerk organisiert den Transport. Ja, das Speicher, der wird schon in einer ganz anderen Technik gebaut, wie ein Prozessor, wie das Steuerwerk und wie die ALU. Und es gibt, man will natürlich die Sachen ein bisschen entkoppeln, damit man alles einzeln konstruieren kann. Informatiker-Ansatz, divide and conquer. Problem zerlegen. Zweitens will man natürlich auch mal, gerade beim Speicher und beim Prozessor, mehr Speicher reinstecken können. Ne? Alte Riegel raus, größere Riegel rein. Also die Dinger konfigurieren können. Und drittens wird das auch tatsächlich in einer anderen Technik hergestellt. In anderer Halbleitertechnik hergestellt. Natürlich versucht man das auf dem Computer möglichst nahe aneinander zu stecken. Und es gibt auch Rechner, bei denen ist das fertig zusammen integriert. Sowas kann man auch kaufen. Da ist aber dann, wenn man die aufschneidet, die Chips, ein Stück Die, also ein Siliziumstückchen für den Prozessor und ein Siliziumstückchen für den Speicher, oft noch getrennt.
weil die in einer anderen Herstellungstechnik produziert werden. Zunächst mal haben wir aber diesen Datenpfad, weil wir natürlich, wenn wir nochmal hier zu diesem Bild zurückkehren, weil wir unterschiedliche Aufgaben haben. Wir haben eben das Steuerwerk, das dafür sorgen muss, dass aus dem Speicher was ins Rechenwerk kommt und aus dem Rechenwerk was ins Speicher kommt. Der Speicher, der muss dann und wann mal Instruktionen rausrücken, die hier interpretiert werden und die eine Ausgabe. Ich meine, das ist zunächst mal eine funktionelle Dekomposition, damit wir es besser bauen können. Also besser, nein, nicht bauen können, konstruieren können, damit wir es uns besser ausdenken können. Wenn wir das fertig ausgedacht haben, die Komponenten zusammen haben, dann können wir auch wieder dran denken, das vielleicht zu integrieren. Aber es ist natürlich schon ein Vorteil für die Produktion, wenn das einzelne Teile sind. Heutzutage ist Steuerwerk und Rechenwerk häufig zusammen und man hat da noch ein bisschen Speicher dran. Die Ein-Ausgabe ist typischerweise auch wieder entkoppelt, obwohl heutzutage auf manchen Prozessoren wieder Grafikchips drauf sind. Aber das ist mehr eine Technik des Zusammenpackens und Zusammenlötens in ein Gehäuse als eine echte Integration der Funktionen. Also es hat Vorteile, wenn man das trennt, separiert. Beantwortet das Ihre Frage halbwegs? Ja, okay. Also, jetzt habe ich hier über den Speicher gesprochen. Wobei ich Ihnen noch ein bisschen schuldig geblieben bin, wie so dynamischer Speicher funktioniert. Aber Vorlesung Technische Informatik, da machen wir jetzt Reklame. Und da bauen wir eine Spannung auf, dass Sie da mal vorbeikommen. Aus Kostengründen haben wir in unseren Rechnern auch so eine Speicherhierarchie. Da gibt es einerseits mal Register. Die haben wir eben schon gesehen, zum Beispiel im Rechenwerk drin. Aber wir haben auch im Steuerwerk Register und wir haben auch im Speicherregister und wir haben auch in einer Ausgabe ein paar Register. Diese Register, auf die können wir ganz schnell zugreifen, in weniger als einer Nanosekunde. Also weniger als eine Milliardstel Sekunde. Insbesondere braucht man keinen separaten Zyklus für eine Adresse. Die sind nicht adressierbar in dem Sinne, dass wir einen Pointer haben, sondern die werden auf eine andere Art und Weise direkt in der Instruktion mit angesprochen. Das sehen wir auch noch. Das sind die Register, die sind völlig integriert in die Funktionseinheiten. Als nächstes gibt es etwas, das heißt auf Deutsch Prozessor-Pufferspeicher. Und weil das Wort so lang ist, sagt jeder Cache. Das sind ein paar tausend Worte oder ein paar Megabyte, die ganz dicht an Alu und Steuerwerk dran sind. Das ist kein normaler Speicher, insbesondere ist die Adressierung ein bisschen anders. Da stecken häufig gebrauchte Daten drin und natürlich Programm. Wenn Sie in der Schleife programmieren, dann beim ersten Schleifendurchlauf landen die Instruktionen von der Schleife im Cache. Und wenn wir das zweite Mal durch die Schleife durchgehen, dann liegen die im Cache und kommen viel, viel schneller. Da braucht man nicht immer alles wieder vom Speicher zu holen. Das ist eigentlich für den Programmierer unsichtbar. Und der Zugriff auf so ein Stück Daten so im Cache, der ist auch, Sie sehen es, relativ schnell, weniger, ein paar Nanosekunden, sagen wir mal lieber, ein paar Nanosekunden. Und dann gibt es den Hauptspeicher in diesen Größenordnungen oder vielleicht, ich meine, es ist egal, was ich hier hinschreibe, nächstes Jahr ist es alt. Da können wir uns dann 32 Gigabyte kaufen oder noch mehr. Und der Zugriff hier, ich meine, hier habe ich ein Foto von ein paar Riegeln
Na gut, von ein paar Riegeln Speicher hier selbst gemacht, auf den Tisch gelegt, aus dem Internet holen, geht ja nicht mehr hier für die Vorlesung. Kann man nicht einfach, weil ich das ja auch wieder im Internet anbiete, die Unterlagen, also müssen alle Bilder irgendwie selbst gemacht sein. Das hier, das ist ein Zweispeicherriegel und das hier ist so einer alleine, da oben. Und hier unten habe ich mal eine Festplatte, also ja, um das noch fertig zu erzählen, Zugriff so in 10 bis 50 Nanosekunden, so diese Größenordnung. Sie sehen also deutlich langsamer als sowas da. Deutlich langsamer. Um einen Faktor 50 oder so, vielleicht sogar einen Faktor 100, je nachdem, was Sie für Speicher haben und was Sie für eine Rechnerarchitektur haben und so weiter. Da muss eventuell sogar noch an diesem Pointer, an der Adresse was gemacht werden. Deshalb steht da Adressübersetzung. Das ist aber auch wieder nur so ein Hinweis, um die Spannung aufzubauen für die technische Informatik, wenn Sie das noch wissen wollen. Und dafür braucht es einen separaten Speicherzyklus. Einen separaten Zyklus, um die Speicheradresse dem Speicher zu übergeben und dann was zu holen. Und das nächste Niveau, die niedrigste Geschwindigkeit auf dieser Folie, das ist der Hintergrundspeicher, die Festplatte. Naja, heutzutage kann man auch schon das Netz benutzen dafür, wobei Festplatte auch eine SSD oder sowas sein kann. In diesen Mengengrößenordnungen, auch hier gilt wieder, ne, die 3000, die habe ich da fröhlich hingeschrieben vor ein paar Monaten. Gestern habe ich irgendwo ein Angebot, Reklame gelesen für eine 4 GB Disk. Also, und wenn Sie das vielleicht in 2 Jahren anschauen, nochmal diese Unterlagen, naja, wird schon nicht passieren, ich weiß. Aber wenn jemand anders das anschauen würde, dann wäre das auch wieder alt. Ne? Der Zugriff erfolgt über das Betriebssystem. Das macht nicht mehr das Steuerwerk so einfach so, sondern das geht über das Betriebssystem, das ist ein Ausgabesystem. Und das funktioniert dann blockweise. Hier habe ich übrigens ja, so ein Bild. Und da kann man jetzt hier drauf drücken. Ja, da. An dieser Stelle ungefähr, auf der anderen Seite von dem Board, da ist der Festplattencontroller. Das ist auch ein kleiner Computer heutzutage. Ein kleiner Prozessor, der diese Abbildung von Blocknummer auf Spursektor und so weiter, was wir ja schon diskutiert haben beim Betriebssystem, der das vornimmt. Hier unten rechts, drücken wir mal hier hin, das ist das SATA-Interface, Serial ATA. Da werden die Daten nicht mehr parallel, sondern seriell übertragen. Das hat technische Gründe. Über größere Strecken Daten parallel zu übertragen, wird bei unseren heutigen Geschwindigkeiten schwierig. Aus allerlei Gründen, die ich jetzt nicht erläutern möchte. Dann haben wir hier noch Stromversorgung mit 5 Volt und 12 Volt, was eben so eine Platte mal braucht. Da kommt ein Stecker drauf, der von Ihrem Netzteil kommt. Und hier sehen Sie übrigens in der Festplatte das Achslager und da ist auch irgendwo der Motor und hier ist noch Ansteuerelektronik. Also Steuerleitung hier für den Motor. Wenn Sie mal so eine Festplatte, naja, wenn Sie einen Computer rumliegen haben, den Sie nicht mehr brauchen, aufschrauben, reingucken, da ist unter anderem sowas drin, wenn Sie eine Festplatte haben. Fragen hierzu, zu dieser Speicherhierarchie. Die 4 Terabyte, über die ich gesprochen habe, die kosten irgendwie was, 200 Euro oder so ähnlich. Der Hauptspeicher, die 16 Gigabyte, die kosten 60 Euro im Augenblick. Es ist viel weniger, aber der ist eben auch also, viel weniger Speicher bzw. viel mehr Geld pro Gigabyte. Aber der ist auch schneller. Hier diesen Prozessor, Pufferspeicher, Caches. Heutzutage sind die so integriert, dass man sich das nicht mehr extra kaufen kann. Vor so 10, 15 Jahren konnte man sich Caches auch noch extra kaufen.
die waren auch extra teuer. Und dann noch die Register, die zum Prozessor dazugehören, die können sich nicht extra kaufen. Die können sich nur extra kaufen, wenn sie den Rechner selber bauen, die Architektur selber machen und dann mit dem Lötkolben den Rechner zusammenlöten. Das ist ein Ausgabewerk, das wird natürlich auch durch Steuerwerke angesteuert, kontrolliert. Dann kann man zum Beispiel durchs Rechenwerk hindurch die Sachen zum ein Ausgabewerk transportieren. Man kann es aber auch über den Bus machen. Wir werden dann später noch eine Variante über den Bus sehen. Wir brauchen auch wieder noch Bedienungsanleitungen zum Peripheriegerät. Also wir müssen dem Peripheriegerät sagen, erstens, du bist jetzt ausgewählt, Drucker, mach mal was, oder Bildschirm, mach was mit den Daten, die ich dir da hinhalte. Und wir müssen sagen, jetzt liegen die Daten bereit, beziehungsweise die Tastatur, auch so ein Ausgabegerät, muss sagen, der hat jetzt auf eine Taste gedrückt. Und dann muss das Steuerwerk dafür sorgen, dass die Koordinaten von der Taste, die gedrückt worden ist, irgendwie gelesen werden von der Tastatur. Da braucht man auch wieder sowas wie Register oder so. Ja, da steht die Tastatur, die hat irgendwie so ein Ausgangsregister, da steht dann drin, in den oberen 8-Bit, ne, in den oberen 4-Bit steht die Zeile drin von der Taste und in den anderen vier, in den verbleibenden 4-Bit steht die Spalte drin, welche Taste wir gedrückt haben. Ne? Wenn Sie sich so eine Tastatur vor Augen halten, dann ist das ja auch irgendwie Zeilen-Spalten strukturiert. Und der Index Zeile und der Index Spalte sagt, der hat jetzt auf ein K gedrückt. Also, das Steuerwerk muss hier beim Ausgabewerk Sachen abholen, vielleicht ins Rechenwerk schaffen zur weiteren Untersuchung und dann in den Speicher schaffen. Jetzt kommt es darauf an, wie der Prozessor, wie die Rechenarchitektur ist, kann das asynchron oder synchron erfolgen. Bei vielen Geräten, also bei sowas zum Beispiel, der Prozessor, der hier drin steckt, der ist so gebaut, dass der mal nachfragt, ob denn eine Taste gedrückt worden ist. Zyklisch, immer wieder nachfragt. Und wenn eine Taste gedrückt worden ist, dann macht er den Laser an und fragt, ist die Taste immer noch gedrückt? Lässt den Laser an. Ist die Taste immer noch gedrückt? Lässt den Laser an. So ein Laptop oder sowas, da geht das asynchron. Da sagt die Tastatur über eine spezielle Leitung dem Steuerwerk, da hat sich was getan. Bei mir an der Tastatur. Was ich noch hier anmerken möchte zu dieser Architektur. Der Pfad vom Speicher ins Rechenwerk, das hier, beziehungsweise dieser Bus hier, vom Speicherwerk ins Steuerwerk und ins Rechenwerk und zur einen Ausgabe, das erweist sich als Flaschenhals, als Bottleneck. Das ist der sogenannte von Neumannsche Flaschenhals. Weil es schwierig ist, genügend Daten hier über diesen Bus zu transportieren, um zum Steuerwerk, zum Rechenwerk. Wir werden das auch noch sehen, dass da Konflikte existieren. Und man hat auch viel darüber nachgedacht, wie man diesen von Neumannschen Flaschenhals beseitigen kann. Jetzt hat er sowas Tolles erfunden und jetzt steht er irgendwie mit dem negativen Effekt auch noch da, der von Neumannschen Flaschenhals. Wie man damit umgehen kann, was man besser machen kann, damit man das, die Schwierigkeiten, die sich dadurch ergeben, ein wenig reduziert. Ja, da spreche ich dann auch noch in anderen Vorlesungen drüber. Da gibt es auch eine Vorlesung, die heißt Parallelrechner und da kommt das auch wieder zur Sprache. So, in einem modernen Rechner oder einem halbwegs modernen Rechner, da haben wir hierarchische Busse. Der eine Bus, wenn der an unserem langsamen Ein-Ausgabewerk und an unserem hoffentlich schnelleren Speicher und an unserem hoffentlich ganz schnellen Prozessor vorbeikommt,
Wenn der da von allen bedient werden muss, dieser Bus, dann wird er eigentlich zu langsam und wird der Geschwindigkeit von den Einheiten vielleicht nicht mehr gerecht. Deshalb gibt es heutzutage sowas wie einen lokalen Bus, an dem das Steuerwerk und die Alu und vielleicht der Speicher hängt oder die Caches, und das Ein-Ausgabewerk ist so separiert, und in dem Ein-Ausgabewerk gibt es wieder einen Ein-Ausgabebus. Diesen Ein-Ausgabebus, gucken wir mal, ich glaube, da muss ich doch noch ein Bildchen haben. Das ist ein Bildchen von einem Serverboard. Das habe ich vor ein paar Wochen fotografiert. Da haben wir hier oben unter diesen Lüftern, die müssen wir uns jetzt mal wegdenken, die Lüfter. Die habe ich aber nicht weggemacht, weil die natürlich da irgendwie hinmontiert sind und da ist noch so hitzeleitende Paste drin und lauter solche Sachen. Das war mir zu viel Arbeit. Aber an den Prozessoren sieht man auch nicht viel als so ein Klotz mit einem glänzenden goldfarbigen Schildchen obendrauf. Da wird die Hitze übrigens abgeleitet. Hier sind also die Lüfter, darunter sind die Prozessoren. Das sind jetzt hier, weil es ein Serverboard ist, doch hier Xeon-Prozessoren. Die haben jeweils, ja, die sind über den gemeinsamen Bus verbunden, die beiden. Dann haben sie einen separaten Bus, der hier zum Speicher hingeht. Und dann hat es nochmal einen separaten Bus hier zu den PCI-Ein-Ausgabegeräten, die man hier reinstecken kann. Festplattencontroller kann man da reinstecken oder sonst was. Hier haben wir eigentlich noch einen weiteren Festplattencontroller, so ein SCSI-Controller, Small Computer Systems Interface. Da kann man noch Hochleistungsfestplatten anschließen, wie das bei Serverboards so üblich ist. Hier kann man eine Grafikkarte reinstecken und das ist nochmal ein separater Bus. Also die modernen Rechner, die haben gleich viele separate Busse, um Asynchronität zu haben, um diese Entkopplung hinzukriegen. Das hier in diesem Speicher, da stecken jetzt also zwei Riegel drin. Wir könnten noch ein paar mehr Riegel reinstecken, wie Sie sehen. In so dem Normal-PC, Desktop-PC, den man sich so kauft, da gehen entweder zwei oder vier Riegel rein. Bei dem Board für den Server sind es halt ein paar mehr. Hier bei den die Lüfter brauchen wir uns eigentlich fast nicht mehr einzeln anzuschauen. Der Packslot ist vielleicht noch ganz interessant. Das ist PCI Express Grafik. Da kann man eine Grafikkarte reinstecken und da ist dann auch die entsprechende Stromversorgung für eine Grafikkarte. Zumindest ein wenig Strom schon dabei. Ich glaube 150 Watt, wenn Sie mehr brauchen. Dann müssen Sie noch eine weitere Stromversorgung dahin führen. Ich glaube, das hier ist ein Ethernet-Chip, ein Netzwerk-Chip. Ich bin aber nicht ganz sicher. Hier haben wir noch den SCSI-Controller Adaptec, um Festplatten anzusprechen. Besondere Festplatten. Hier ist noch kleine Kühlkörper. Pardon. Ach, jetzt muss schon wieder geschnitten werden für die Vorlesung, glaube ich. Ich brauche aber noch einen Bonbon. So, das hier sind weitere Kühlkörper. Das hier ist die sogenannte Bridge. Das ist so eine, ein Chip, mit dem ein langsamerer Bus an einen schnelleren Bus angeschlossen wird. Vereinfacht gesprochen. Mit dem wir also hier diesen Bus hier, diesen langsamen Ein-Ausgabebus an diesen schnelleren lokalen Bus anschließen können. Ja, was braucht man hier noch für den externen Bus? Der ist etwas komplexer aufgebaut von der logischen Funktion her als der interne Bus, weil er nämlich schön asynchron funktionieren muss und weil man hier insbesondere nicht weiß, was denn da reingesteckt ist. Das hier sind echte Steckplätze.
Da kann ich eine Platine nehmen und reinstecken. Und noch eine und noch eine. Und wenn ich morgen hingehe und die Platine umsortiere und den Rechner wieder hochfahre, dann muss das Betriebssystem irgendwie rausfinden, wo denn die Platinen jetzt drinstecken, welche drin sind und welche nicht. Und diese Funktionen zur Identifikation und zum Management, die sind hier noch auf zusätzlichen Pins und dafür braucht man auch hier noch wieder in dieser Bridge ein bisschen Elektronik, um das zu managen. Ja, das steckt dann hier drin. Da gibt es auch noch sowas, was Direct Memory Access heißt. Das heißt, wenn hier das Ethernet-Paket ankommt, dann kann das direkt ohne Zutun des Steuerwerks hier zum Beispiel ins RAM geschafft werden, in den Speicher geschafft werden, ohne dass das Steuerwerk was dran machen muss. Das macht den Computer schneller. Ja, Grafik vielleicht auf einem Extrabus, entweder so ein AGP oder PCI Express. Fragen? Wenn nicht, dann mache ich jetzt noch ein bisschen weiter. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo ich das immer noch fehlende Missing Link präsentieren möchte, diese Lücke schließen möchte, diese Lücke zwischen dem, was der Compiler erzeugt, die Maschinenbefehle, das ist das, was aus dem Compiler hinten rauskommt, und unseren Registern und den Steuerleitungen. Das müssen wir jetzt noch irgendwie, dieses Stückchen, das fehlt uns noch, um vom Transistor zum Programm zu kommen. Also die Befehle, John von Neumann, die liegen im Speicher. Die werden geholt wie Daten, die kommen ins Befehlsregister. Und im Befehlsregister kann das Steuerwerk die angucken. Der Befehlszähler sorgt dafür, dass wir mit dem einen Befehl, mit dem Befehl I fertig sind, dass wir mit dem I plus 1 weitermachen können. Deshalb, I plus 1, Befehl I plus 1, den wollen wir. Deshalb müssen wir es raufzählen. Nachdem wir einen Befehl geholt haben, zählen wir das, den Befehlszähler hier, den Speicherzeiger, der auf die nächste Instruktion zeigen soll, eins hoch. So, wir haben also jetzt einen Befehl geholt aus dem Speicher ins Steuerwerk. Das verknüpfen wir jetzt mit dem Status, diesen Befehl. Dazu brauchst du eine logische Funktion. Die Bits vom Befehl, das ist ja nicht der ganze Befehl, die ganzen 64 Bit, sagen ja nicht, was der Befehl ist, da stehen ja auch noch Zeiger und sowas drin. Oder wenn es 32 Bit sind, stecken da auch noch Pointer und sowas drin. Der eigentliche Befehl, der ist durch 4 oder 8 Bit spezifiziert. Und diese 4 oder 8 Bit, das ist der Eingang für eine Schaltfunktion. Und dieser Status, das sind die restlichen Eingänge für eine Schaltfunktion. Und im Sinne der Schaltfunktion, die wir letztes Mal angefangen haben, die wir heute weiter besprochen haben, stecken wir ein paar Bit vom Befehl und ein paar Bit Status in diese Funktion rein. Und die Funktion erzeugt Ausgänge. Diese Ausgänge, da haben wir zum Beispiel hier die Menge aller Ausgangsleitungen, die sind angeschlossen an dieses, ja, an dieses Register, in dem das aktuelle Steuerwort steht. Und wenn da 0 ist, dann ist die Leitung addieren auf 0. Wenn hier eine 0 ist, ist auch eine andere Leitung auf 0. Diese 0 hier heißt Speicheradressregister out, ja, ist nicht eingeschaltet, not enabled, aber Speicheradressregister in. Das ist enabled. Also das Speicheradressregister, das soll jetzt bitte die Daten vom Bus übernehmen. Und hier das Instruktionsadressregister, das soll seinen Inhalt auf den Bus legen. Was wir also hier machen ist, Instruktionsadressregister bestimmt den Bus und das Speicheradressregister liest das, was auf dem Bus liegt. Damit sorgen wir dafür, dass der Inhalt des Instruktionsadressregisters in das Speicheradressregister hineingeschrieben wird. Mit diesen zwei Bits, die hier gesetzt sind. Das macht noch irgendwas anderes. Da können wir ja später noch drüber reden. In jedem Takt
liegt ein so ein Steuerwort an diesen Ausgängen an. Befehl verknüpft mit Status gibt ein Steuerwort. Wenn sich der Status ändert, eins raufgezählt wird, gibt es ein neues Steuerwort. Und hintereinander liegen dann die Steuerworte hier an diesen Leitungen an und bewirken, dass da draußen was passiert. So ein Steuerwort hat viele Nullen und ein paar wenige Einsen. Weil wir ja typischerweise nur ein Register haben, was den Bus befüllen soll, was auf den Bus schreiben soll, ein Register, das vom Bus lesen soll, vielleicht noch ein zweites Register, das vom Bus lesen soll und vielleicht sagen wir noch irgendwie dem Speicherwerk, das soll jetzt schreiben oder lesen oder wir sagen, der Alu, sie soll addieren. Also von diesen all diesen vielen 20, 30 Bits oder so ähnlich sind 2, 3 oder 4 Mal eingeschaltet in einem Zeitfenster. Und dann kommt das nächste Steuerwort dran und dann das nächste Steuerwort dran. In jedem Takt von unserer Maschine gibt es ein Steuerwort. Diese Dinger hier, die nennt man auch manchmal Mikrobefehle. Micro-Operations. Ein so ein Maschinenbefehl wird in mehrere Steuerworte, in mehrere Mikrobefehle übersetzt. Aber die Mikrobefehle, die sind jetzt schon ganz einfach. Die kennen wir jetzt. Das sind Belegungen für die Steuerleitungen. Und sie werden erzeugt vom Steuerwerk. Und ich werde Ihnen ein paar Folien weiter noch eine Idee geben, wie man die auch erzeugen kann. Ja, 10 Folien weiter oder so ähnlich, glaube ich. Und jetzt führe ich etwas ein, das nenne ich die Minimalmaschine, auch MIMA. Diese Minimalmaschine, die MIMA, die soll nicht schnell sein, die soll einfach sein. Die soll so sein, dass wir uns irgendwie vorstellen können, dass wir die aus den entsprechenden Zutaten in mehreren Bastelabenden mit einem Lötkolben und mit ein bisschen Lötzinn und ein paar Messgeräten zusammenbauen könnten, wenn wir uns aufraffen würden. Und es hat tatsächlich mal an der Uni, an der ich früher war, in Ulm, ein paar Studenten gegeben, die haben so ein Ding aufgebaut. So eine MIMA-Hardware. Einmal. Ich hatte auch mal vor ein paar Jahren hier einen Student, der hat das begonnen, leider nur, das mit so programmierbarer Logik aufzubauen. Mit FPGA, mit einem FPGA. Diese Minimalmaschine, die habe ich, weil sie so einfach sein soll und weil man sie irgendwie selber bauen, zumindest konzeptuell selber bauen können sollte, haben wir die mal für eine ganz einfach aufgebaut, entworfen lieber. Mein Doktorvater, der Peter Schultes, der hat mir damals gezeigt, wie man sowas macht. Und noch ein Kollege, der Uli Hertram von ich. Wir haben das Ding so zusammen mal entworfen. Wir haben dann auch immer mal wieder Simulatoren gehabt. Wir haben auch heute, gibt es wieder einen anständigen Simulator für das Ding im Internet. Ich zeige Ihnen dann noch die URL. Das haben wir inspiriert von einem Lehrbuch von damals, Caxton Foster, uns ausgedacht. Diese Maschine, die hat nur ein Register. Wir legen keinen erhöhten Wert auf Geschwindigkeit bei dieser Maschine. Sie soll nur funktionieren. Sie soll rechnen können. Dazu braucht es eigentlich nicht viel. Das werden wir im Kapitel 8, Theoretische Informatik, sehen, dass man gar nicht viel braucht, um alles rechnen zu können, was denn berechenbar ist. Bloß eben vielleicht langsam. Ja, also die hat einen Akkumulator und die eine Ausgabe geht durch diesen Akkumulator. Die hat eine Alu und diese Alu, die kann addieren, das logische Und zwischen zwei Worten bilden, das logische Oder, das XOR, Variablen laden, Variablen speichern, Konstante laden, springen, Conditional Jumps, also um den If hinzukriegen, Bedingungen abprüfen und dann springen, kann anhalten, Not kann sie machen, Ra kann sie machen,
eventuell auch noch Input und Output. Das kann man aber auf verschiedene Weisen erledigen. Damals, als wir das gemacht haben, da haben wir uns als 24-Bit-Architektur ausgedacht. Ich habe dann irgendwann mal vor 10 Jahren oder so ähnlich noch eine 32-Bit-Architektur draus gemacht, weil mir das besser gefallen hat. Da hat es also auch noch Speicher und diese paar Instruktionen. Das ist das Programmiermodell hier. Der Akkumulator, das ist etwas, was der Assembler-Programmierer kennt, wenn er diese Maschine programmiert. Er weiß, dass es eine ALU gibt. Und die ALU, wenn da hier ein Addierbefehl steht, dann nimmt die ein Wort aus dem Speicher, steckt es hier rein, der Addierbefehl, nimmt den Akkumulator, der kommt hier rein, das Resultat wird berechnet und kommt wieder zurück in den Akkumulator. Der eine Operand ist also hinterher nach der Addition weg. Übrigens, weil wir NOT können, können wir auch subtrahieren und weil wir eine Schleife haben, können wir mehrfach addieren, um eine Multiplikation hinzukriegen und so weiter. Hier der Rotierbefehl hilft uns auch beim Multiplizieren. Rotiere Akkumulator nach rechts. Dann gibt es hier noch das Run. Das ist ein Bit. Wenn das gesetzt ist, läuft der Computer. Wenn es nicht gesetzt ist, steht das Steuerwerk. Dann haben wir noch ein Transfer-Bit für den Handshake, die Kommunikation mit den Ein-Ausgabe-Einheit und das Wichtigste, die Reset-Taste. Hier stehen die Befehle aufgelistet. Das NOT, das nimmt den Akkumulator und invertiert jedes Bit. Das ist also das B-1-Komplement, nicht das B-Komplement, Basiskomplement, sondern das B-1-Komplement. Wenn wir das Basiskomplement wollen, dann müssten wir jetzt hinterher nach dem NOT noch einen ADD mit einer Speicherzelle machen, der in der 1 steht. Der NOT-Befehl, der nimmt den Akkumulator, dreht jedes Bit einzeln um in der ALU und schreibt es wieder zurück. Das kann eigentlich schon parallel, so ist es nicht. Und schreibt es wieder zurück in den Akkumulator. Jetzt haben wir es invertiert. Wenn wir dann noch das B-Komplement machen müssen, dann braucht man irgendwo im Speicher 32 Bit, in dem genau die 1 drin steht. Und dann nehmen wir die 1, addieren sie zu dem, was im Akkumulator steht. Und dann haben wir das B-Komplement im Akkumulator. Und jetzt können wir eine andere Zahl nehmen. Wenn wir das dazu addieren, haben wir eigentlich eine Subtraktion gemacht. Rotieren. Man nehme den Akkumulator und schiebe ihn 1 nach rechts. Das hinterste Bit plumpst raus und kommt vorne wieder rein. Wenn man das nicht will, muss man hinterher die AND-Instruktion benutzen, um das vorderste Bit wegzukriegen. Ja, das wäre toller, wenn wir auch noch einen Shift-Befehl hätten. Also nicht nur rotieren, sondern auch shiften. Shiften bedeutet ja nach rechts raus und weg. Aber das haben wir halt nicht. Da müssen wir uns behelfen. Die Maschine ist nicht schnell. Aber wir können sie uns hier noch vorstellen. Das ist das Wichtige. Das Addieren, man nimmt den Inhalt der Speicherzelle A, das ist das A. Das ist also ein Zeiger in den Speicher. Man nimmt den Inhalt von der Speicherzelle A und addiert es zum Akkumulator dazu und das Resultat, Akkumulator plus Speicher an der Stelle A, kommt wieder in den Akkumulator. Der AND macht dasselbe, bloß hier die Verknüpfung ist nicht plus, sondern und, Verknüpfung oder, hier ist die Verknüpfung XOR. Da hatte ich eigentlich so einen Kreis mit einem Kreuzchen drin, aber das ist jetzt irgendwie hier verloren gegangen beim Transfer auf das iPad. Da muss ich auch noch was dran arbeiten. Dann gibt es noch die Equal-Instruktion. Man nehme den Akkumulator und vergleiche ihn mit dem Speicher an der Stelle A. A ist hier wieder die Adresse, die da hinten steht. Wenn das ungleich ist, dann kommt 0 in den Akkumulator. Und wenn das gleich ist, dann stehen hinterher lauter 1er im Akkumulator. Und so ist der Befehl gemacht. Und das lauter 1er, das braucht man hier unten für diesen Sprungbefehl. Dann haben wir noch, jetzt wird es irgendwie wieder
zwei Befehle, die wir ständig brauchen. Ladevariable und Speichervariable, LDV und STV. Ladevariable nimmt den Speicher an der Stelle A, steckt ihn in den Akku rein. Store Variable nimmt den Speicher an der Stelle A, nimmt den Akku und steckt es im Speicher in diese Zelle A, die adressierte Zelle. Ladekonstante, dann nehmen wir hier hinten 28 Bit aus unserem 32 Bit langen Befehl. Die ersten 4 Bits sind weg für den Befehlstyp, was es denn für einer ist. Nehmen wir also die hinteren 28 Bit und stopfen den Akkumulator hinein. Ja, wenn wir eine größere Zahl da drin haben wollen, dann müssen wir irgendwie noch was anderes machen. Dieses was anderes machen passiert aber selten. Ich meine, welche Konstanten brauchen wir denn in unseren Programmen? 0, 1, 2, 3, 4, 5, oder? Vielleicht auch mal 1024. Aber das passt in 10 Bit. Da braucht man keine 28. Das sind die Befehle zur Datenmanipulation, die es in unserem ganz einfachen Prozessor gibt. Wir könnten jetzt vielleicht noch hier eine Subtraktion dazu schreiben und eine Multiplikation und eine Division. Machen wir nicht, könnte man sich überlegen und wäre gar nicht so furchtbar schwer. Wir können aber auch die Subtraktion und die Multiplikation und die Division in Software hinkriegen. Als nächstes brauchen wir noch, und das ist jetzt was, ohne das es nicht geht, Kontrollflussinstruktionen. Jump, zu Deutsch springe. Der Jump, der nimmt diese Adresse hier und springt dahin. Das ist übrigens ein ganz primitiver Befehl. Man nehme diese 28 Bit, die da stehen, und schreibe sie ins Instruktionsadressregister. Fall erledigt. Dann geht es nämlich automatisch da weiter. Da braucht man gar nicht viel zu denken. Also der springt dahin. Und der Jump Negative, der guckt sich erstmal den Akkumulator an. Wenn das höchste Bit im Akkumulator gesetzt ist, dann wird gesprungen. Und wenn das höchste Bit im Akkumulator 0 ist, dann wird nicht gesprungen. Also, wenn der Akkumulator hier an der, gleich dem Speicher an der Stelle A war, dann sind die Einser gesetzt und dann würde dieser Jump Negative springen. Sonst nicht. Jump Negative heißt er deshalb, weil negative Zahlen eben genauso sind, dass das höchste Bit gesetzt ist. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Im Oktober. Und Sie erinnern sich alle noch so dran, als ob es heute gewesen wäre, gestern, dass ich darüber gesprochen habe. Und der Halt, naja, Nuller wird in das Run-Bit gesetzt. Die Maschine bleibt stehen. Wenn wir wieder weitermachen wollen, müssen wir auf Reset drücken. Und wenn wir auf Reset drücken, dann nimmt der das, was im Speicher an der Stelle 0 steht, als Startprogramm. Da können wir noch ein paar Worte darüber verlieren. Wahrscheinlich nächste Woche, Dienstag. Das Befehlsformat, na, das ist so ein zweistufiges Befehlsformat. Die vordersten 4 Bit ist der Opcode. Die vordersten 4 Bit sagen, welcher Befehl ist es denn? Und dahinter kommen 28 Bit Adresse. Insgesamt haben wir 32. Okay, ich könnte eine Erweiterung für die Maschine auf 64 Bit bauen. Dann hätten wir 60 Bit Adressen. Das braucht es aber gar nicht so dringend. Wenn hier vorne eine 0 drin steht, dann ist es der AND-Befehl. Wenn da vorne eine 1 drin steht, das ist das AND, das O und das XOR, wenn da eine 3 drin steht. Bei 4, 5 und 6, 4 für Ladevariable, Speichervariable, Ladekonstante. Wenn da vorne also ein 6er steht, werden diese 28 Bit, die hier hinten stehen, in den Akkumulator gesteckt. Wenn hier vorne eine 4 steht, werden die 28 Bit genommen und dem Speicher gegeben. Und der Speicher soll uns dann den Inhalt der Speicherzelle besorgen, die durch diese 28 Bit adressiert werden. Ein Pointer, sozusagen. Dann hat es hier noch 7, 8 und 9, Jump, Jump Negative und Equal.
die brauchen auch alle hier hinten ein paar Bit. 28 als Parameter, als Adresse, wo es hingeht, falls denn gesprungen wird beim Jump Negative, und als Adresse von dem, was zu vergleichen ist. Und die restlichen A, B, C, D, E, die brauchen wir nicht. Vorläufig. Da könnte man zum Beispiel einen Subtraktionsbefehl, A wird die Subtraktion, B wird die Multiplikation reinstecken oder irgendwelche anderen Befehle, die wir uns ausdenken. Ist ein bisschen knapp, ne? Und wofür wird das F gebraucht? Das F brauchen wir fürs erweiterte Format. Hier oben können wir ja maximal 16 Instruktionen nur haben. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Also legen wir gleich noch einen Erweiterungsmechanismus an. Wenn alle 4 Bits an sind, das ist ja hexadezimal F, ne? Dann kommen nochmal 4 Bit, die weitere Befehle ausdrücken. Das sind Befehle, die hier hinten als Parameter weniger Bits brauchen. Die hier, die wir haben, die brauchen noch viel weniger Parameter. Wenn hier vorne ein F steht in den vordersten 4 Bit, da ein F steht und hier eine 0 steht in den weiteren 4 Bit, dann ist es der Haltbefehl, der braucht überhaupt keine Parameter. Dann haben wir noch den F1, hier vorne 4 Einser und dann ganz hinten noch eine 1, dazwischen 3 Nuller. Das ist der Not-Befehl und der Ra-Befehl. So wie die Maschine gemacht ist, Not und Ra haben auch keine Parameter. Die negieren nur. Sie sehen hier oben kein Parameter dran, hier kein Parameter dran. Wir könnten vielleicht in den RAR auch sagen, wir wollen gleich auf 3 Bit auf einmal shiften, dann würde hier hinten in den 24 Bit vielleicht noch eine 3 drin stehen, dann würden wir klack, klack, klack shiften oder sowas ähnliches, ginge vielleicht auch. Also hier, das ist so ein Erweiterungsmechanismus, damit wir nicht nur mit 16 Befehlen auskommen können. Auf die Weise könnten wir immerhin 31 Befehle zusammenkriegen. Und 31 Befehle reicht übrigens schon auch dicke, um sogar einen halbwegs anständigen Computer zu bauen. Halbwegs anständig. Ein guter Computer zeichnet sich nicht dadurch aus, dass er möglichst viele Befehle hat. Obwohl ein mancher Hersteller das vielleicht auch erzählen möchte. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Das sind unsere Befehle, wie sie kodiert werden. Das sind die Befehle, die Semantik der Befehle, so wie wir sie benutzen können. Unser Compiler erzeugt also solche Befehle. Wir können aber natürlich uns auch hinsetzen und diese Befehle selber aneinander fügen. Dann sind wir Assembler-Programmierer. Das gucken wir uns auch noch mal ein bisschen an. Assembler-Programmieren macht Spaß. Ich möchte Ihnen hier zeigen, was diese Befehle bedeuten, beziehungsweise wie man aus einem Stück C, was man sich darunter vorstellen muss, wie aus einem Stück C, das ich hier hingeschrieben habe, ein Stück Assembler wird. Ja, hier oben fehlt vielleicht noch ein bisschen was an Strichpunkt. Das hier soll Speicher sein. Speicher an der Adresse A, Speicher an der Adresse B, C, D, E, F, 1, 0, 1, 1. Es geht nicht mit G weiter, gell? Hinter dem F kommt 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Hexadezimalzahlen. Hier haben wir den Speicher. Und da stehen jeweils pro Zelle 32 Bit drin. Ein Teil vom Speicher wird für Daten benutzt, ein anderer Teil vom Speicher wird für Befehle benutzt. Von Neumann-Architektur. In unserem Beispiel habe ich die, Speicher hat keine Farbe, aber ich habe dann mal den Teil, in dem Befehle stehen, gelb angemalt und den Teil, in dem Daten stehen, habe ich hellblau gemacht. Und unser Programmstück hier oben ist einfach. Falls
x kleiner als 0 ist, dann wollen wir den Buchstaben 1 ausgeben. Den Buchstaben, also auf dem Drucker soll eine 1 stehen und auf dem Bildschirm soll eine 1 stehen. Und andernfalls soll da eine 2 rauskommen. Wenn die Hochkommas drum stehen, dann bedeutet das natürlich, der 1er, ich weiß das zufällig, ist hexadezimal 3,1, die Zahl 49 und die Zahl 50, hexadezimal 3,2, da steht dann ein 2er. Wenn wir das auf Bildschirm aus dem ASCII-Code. Das müssen Sie mir jetzt glauben. Ja, also hier vorne haben wir Variablen, hier hinten haben wir unser Programm stehen und wir haben hier so einen Zeiger auf die erste Instruktion. Der Scheduler sagt also jetzt dem Steuerwerk, es geht weiter mit dem Befehl, der an der Adresse 0c liegt, 12. Eigentlich bedeutet das, dass jetzt ein Jump auf 0c passiert. Dann kommen wir hier hin. Also unser Programm muss jetzt hier losgehen. Hier steht if x kleiner 0. Wir müssen uns also mal das x besorgen. Das x liegt irgendwo im Speicher, das x liegt hier bei der Adresse 0a. Wir brauchen also jetzt einen Befehl, der von der Adresse 0a das da lädt. Ladevariable, der hat da vorne in den vordersten 4 Bit eine 4. Tragen wir das mal ein, die 4 hier. Und jetzt kommt noch 28 Bit Adresse und die Adresse ist A. Die steht hier drin. Das ist das, was der Compiler erzeugt. Das hier nennt man Mnemonics. Die dienen uns Informatikern dazu, nicht hier 4er und 8er und 7er anzugucken, sondern wir wissen jetzt dann, das heißt Ladevariable, das heißt Jump Negative und so weiter. So, was also passiert ist, wir laden diese Variable x in den Akkumulator. Und jetzt müssen wir testen, ob das kleiner 0 ist. Wir schreiben hier gleich Jump Negative. Falls es kleiner 0 ist, 8 ist dieser Jump Negative Befehl. Jump Negative steht hier und dann kommen wieder 28 Bit, wo wir hinspringen wollen. Wir wollen zum Then springen. Und das geht hier hin. Da steht bei in der Speicherzelle mit der Adresse 15, also 0F. Und da steht jetzt hier Ladekonstante 1. Konstante 1, das ist hexadezimal 31, das habe ich eben schon gewusst und gesagt. Und der Ladekonstante-Befehl, das ist der da, das ist der 6er. Der lädt also 31 und dann speichert er, 5 ist der Speicherbefehl, 5 STV, an dieser Adresse C0000C8. In diesem Rechner ist das so gemacht, in dieser Architektur, wie jetzt die Architektur aktuell ist, das Speichern an so einer Adresse, die ein C hat, vorne, die vordersten beiden Bits gesetzt hat, dass das nicht im Speicher landet, sondern dass das im Ausgabewerk landet. Und wenn Sie C8 umrechnen in Dezimal, da kommt da 200 raus. Jetzt haben wir dieses Printf1 erledigt. Jetzt springen wir nur noch ans Ende. Jump ist die 7, 14 ist die Adresse, unser Programmende. Falls übrigens das x nicht kleiner als 0 war, sondern größer gleich 0 war, dann machen wir diese Instruktion natürlich nicht, diesen Sprung, sondern dann machen wir diesen Jump hier in den Else-Fall. Und der Else-Fall, da steht jetzt wieder Ladekonstante, diesmal aber 32 für den Buchstaben 2, Hex 32 in den Akkumulator und gibt den Akkumulator aus an diese Speicherzelle hier, printf. Mal, um Ihnen so eine Idee zu geben, wie man ein Stück Programm umbaut in Maschinenbefehle, das macht den Job macht der Übersetzer. Ich habe das jetzt hier einfach mal so aus dem Kopf vorgeführt. Oder
aus dem Ärmel geschüttelt. Hier rechts habe ich noch das menschenlesbar hingeschrieben. So würde es der Assembler-Programmierer hinschreiben. Wenn der Assembler-Programmierer das so hingeschrieben hat, braucht es auch nochmal ein Programm. Das Programm heißt Assembler. Das macht aus diesen Mnemonics diese 32 Bitzahlen, die sequenziell hintereinander stehen. Okay? Wie war das jetzt hier zu viel? Naja, neulich dem Herrn von der Presseagentur habe ich ja gesagt, ich finde, dass die Studenten ruhig mehr diese MyTU-App benutzen könnten. Das stand dann auch am Wochenende im Spiegel Online sogar, dass sie das mehr benutzen wollen. Wenn es im Spiegel steht, dann müssen sie das doch machen, oder? Na gut. Hier auf dieser Folie habe ich unsere Rechnerarchitektur nochmal zusammengefasst. Was ich eben gesprochen habe, hier, das vorher, an dieser Stelle, das ist das Programmiermodell von der Minimalmaschine. Das ist das, was wir als, wenn wir Compiler wären, könnten wir das benutzen. Den Akku, den Speicher. Wenn wir Assembler-Programmierer sind, können wir diese Teile benutzen. Innen drin, die Steuereinheit, die braucht noch ein bisschen mehr. Die Steuereinheit, die hat also diesen 32-Bit-Bus, der die Registerchen miteinander verbindet. Und die Steuereinheit organisiert mit diesen Steuersignalen den Datenaustausch, zum Beispiel vom Z-Register in den Akkumulator oder vom Akkumulator in das Speicherinhaltsregister, damit sie in den Speicher geschrieben werden kann. Oder von den hinteren 28 Bits im Instruktionsregister ins Speicheradressregister. Und dieser Ablauf, der geht immer so, dass das Steuerwerk hier an einem von den roten Fäden zieht. Der bedeutet dann, Akkumulator, leg dich doch mal an den Bus, treibe den Bus, die Bits auf den Bus, auf das, was in dir drin steht. Wenn da eine 1 ist an dieser Stelle, dann soll der Bus auch an dieser Stelle eine 1 haben. Dann liegt das, was am Akkumulator war, auch hier unten an. Und ja, nachdem wir das gemacht haben, im gleichen Zeitraum ziehen wir noch eine zweite Leitung und die sagt dem Speicherinhaltsregister, nimm doch das, was auf dem Bus liegt, in dich hinein. Das nennt man Registertransfer. Und das brauchen wir, um die Daten in unserem Computer herumzuschaffen. Hier sehen Sie zum ersten Mal, wie das Ganze zusammenkommt. Das ist der Punkt, wo Sie vielleicht sehen können, wie so ein Computer funktioniert. Das werden wir nächste Woche noch ein bisschen vertiefen. Also der Speicher, 32 Bit pro Wort, das muss sich noch ändern. Der Speicher, der sei jetzt hier statisch und nicht dynamisch, weil das dynamisch zu viel Arbeit macht. Da müssen wir ein bisschen Geld investieren, damit der hier einfacher wird. Wir haben ein einziges Register, das für den Programmierer zugreifbar ist. Wir haben aber noch viele andere Register. Zum Beispiel haben wir ein Register, in dem nur eine 1 drin steht. Das ist ein kleiner Luxus, den wir uns leisten. Da werden wir nächste Woche sehen, wie man das ganz nützlich verwenden kann. Diese eine 1 da. Die da. Wir haben das X-Register und das Y-Register und das Z-Register für die ALU, das kennen wir jetzt schon. Wir haben hier ein Statusregister, wir haben hier das Instruktionsadressregister und hier ein Instruktionsregister, die können alle hier die Ablaufsteuerung, insbesondere das Instruktionsregister und das Statusregister beeinflussen. Wir haben hier so einen Zykluszähler, das muss ich Ihnen das nächste Mal erklären, was das ist. Und das hier unten, der Registertransfer, das ist das Wichtige. Das macht unsere Maschine, ja, so funktioniert unsere Maschine. Und wir transferieren, wir sagen im Quellregister,
leg dich bitte auf den Bus. Wir sagen im Zielregister, nimm das, was auf dem Bus ist. Das machen wir mit den Steuerleitungen. Und das ist unsere Maschinenarchitektur, unsere Hardwarearchitektur. Und damit wollen wir beim nächsten Mal, nächsten Dienstag, Befehle bauen. Die sehen dann so aus und die sind ganz, ganz einfach. Nehmen Sie mich beim Wort. Und wenn Sie es nicht einfach finden, Stopptaste. Damit möchte ich mich. Ach so, ja, haben Sie nur. Ja? Kleine Frage nochmal zu diesem Bus, was Sie vorhin gesprochen haben. Das heißt, die Zimmerbahn von 32 Bits draufgelegt und der wird irgendwo abgerufen wieder. Und dann das heißt abgerufen, nicht irgendwo. Das, hier so eine rote Leitung, die geht hier zum Beispiel zum Speicherinhaltsregister. Die sagt im Speicherinhaltsregister, die 32 Bit, die in dir drin sind, steckt die auf den Bus und gleichzeitig zieht er noch eine andere Leitung, noch so eine rote Leitung. Und diese andere Leitung sagt dem Akkumulator, das, was gerade auf dem Bus ist, nimm's und schreib's in dich rein. Das ist das Strobe von so einem Register. Ja, nicht irgendeine, sondern das wird genau spezifiziert. Für einen Registertransfer müssen wir zwei Steuerleitungen anmachen. Die vom Quellregister und die vom Zielregister. Zwei. Und es sind nicht irgendwelche, sondern es ist ganz genau da. Das muss die Ablaufsteuerung machen. Ja, aber es sind immer nur 32, nicht mehr, nicht weniger. Hier haben wir nur 32 Bit. Wenn wir wollen, dann müssen wir hier ein paar Zahlen drin ändern in der Vorlesung. Dann können wir auch hier 64 Bit machen. Ich hatte es auch mal 24-Bit und da ist auch noch so ein Überbleibsel von den 24. Durchstreichen 32 machen und ich muss jetzt auch noch mal das iBook entsprechend ändern. Noch eine Frage? Wenn nicht, dann müssen wir uns rausgeben in die Kälte. Ich wünsche noch einen angenehmen Nachhauseweg. Ciao.